Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Im Herzen des türkischen Fußballs gibt es eine Auseinandersetzung, die für Aufsehen sorgt. Hami Manduralı, eine Legende von Trabzonspor und des türkischen Fußballs, hat Abdülkadir Ömürşah kritisiert, nachdem dieser in der Wintertransferperiode zu Hull City gewechselt ist. Ömür wurde zuvor aus dem Kader von Trabzonspor gestrichen. Manduralı ist bekannt für seine Leidenschaft und Hingabe zu Trabzonspor. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal der Karadeniz-Zeitung äußerte er sich kritisch über Ömürs Verhalten und Einstellung gegenüber dem Verein. Gerüchten zufolge soll Ömür gesagt haben, er würde nie wieder für Trabzonspor spielen. Diese Worte stammen von einem Spieler, der das Trikot von Trabzonspor getragen hat. Einem Club, der für viele mehr als nur ein Fußballverein ist. Manduralı fragte, woher diese Spieler den Mut nehmen, solche Aussagen zu treffen. Er drückte seine Enttäuschung und Verwunderung aus und erinnerte daran, wie wichtig es ist, die eigene Herkunft und die Gelegenheiten, die das Leben einem bietet, nicht zu vergessen. Er betonte, dass dieser Luxus, mit dem die Spieler jetzt zu den Trainingsanlagen kommen, Trabzonspor zu verdanken ist und nicht dem Glück oder einem Pfund auf der Straße. Manduralı mahnte, trage diese Dankbarkeit immer im Herzen. Diese Kritik verschärfte sich, als er auf seine eigene Karriere bei Trabzonspor zurückblickte und betonte, wie viel er persönlich geopfert hat, um das Trikot des Clubs tragen zu dürfen. Er sagte, ich habe für dieses Trikot 11 Mal unter Narkose gestanden und wurde operiert. Ich und viele meiner Teamkollegen haben nie den Respekt vor dem Verein und seinen Fans verloren, egal was passiert ist. Abdülkadir, wer bist du, dass du sagst, du würdest das Trikot nicht mehr tragen? Erinnere dich an deine Wurzeln und sei nicht undankbar. Abdülkadir Ömür stammt aus der Trabzonspor Jugendakademie und hat bis zu seinem Wechsel zu Hull City ausschließlich das Trikot von Trabzonspor getragen. Am 19. Januar wurden er und Umut Bozok aus dem Kader gestrichen. Der Verein gab bekannt, dass beide Spieler vorerst nicht mehr Teil des A-Teams sein werden und eine disziplinarische Untersuchung eingeleitet wurde. Ömür hatte trotz seines jungen Alters bei Trabzonspor großen Erfolg. In der Saison 2021-22 gewann er die türkische Meisterschaft. Allerdings wurde seine Karriere von Verletzungen beeinträchtigt, die ihn von zahlreichen Spielen fernhielten. Die Kontroverse von Ömürs Wechsel und Manduralı's Kommentare beleuchten die oft emotional geladene Welt des Profifußballs, in der Loyalität, Respekt und Dankbarkeit zentrale Werte sind. Abdülkadir Ömür schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Seine Entscheidungen und die Reaktion darauf hinterlassen jedoch tiefe Spuren in der Geschichte von Trabzonspor. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.